Mein Filmtipp ist La Sirène de Fasofanie von Michel Kasongo aus Burkina Faso. Der Film handelt von einer Textilfabrik, die in den 70er und 80er Jahren sehr erfolgreich war in Kudugu, Burkina Faso. Toute la ville se réveille le matin au son de la sirène de Fasofanie. Je suis né et grandi dans cette ville. L'usine a compté beaucoup dans mon enfance. Auditeurs et auditrices de la radio Cavalier Rouge, bonjour chez vous, il est 8h à Fasofanie. Der Filmemacher gibt sich aber mit diesem historischen Rückblick nicht zufrieden. Er ist heute unterwegs in Kudugu, sucht auf den Spuren der Weber von damals, findet zahlreiche Frauen, die dort immer noch weben, und schlägt ihnen vor, zusammen mit den Alten von damals eine Kooperative zu gründen. Er tritt quasi als politischer Aktivist vor die Kamera. Das finde ich sehr spannend an dem Film. Le message que j'enverrai à la Banque mondiale ou au FMI et c'est de les faire comprendre que souvent les études qu'ils mènent pour prendre les décisions là, faut qu'ils admettent qu'ils peuvent se tromper. Ça passe aussi très bien zu dem Afrika-Tag, wo der Film auch laufen wird, wo dann die Frage diskutiert werden soll, welche politische Rolle hat der Dokumentarfilm für junge Demokratien in Afrika. Mein Name ist Barbara Off, ich bin die Projektleiterin von Doc Network Afrika, dem Afrika-Projekt des Doc Fest München.